Okay, wir waren bei Rapido gegen Timetic. Lasst uns mal schauen. Rapido, Rapido der Messias. Let's go. Gehen wir rein? Das erste Battle quasi von Rapido im JBB. Jemals. Oh, Greenscreen. Du hast recht. Danke dir. Ist so süß, Digga, wie man damals versucht hat, diese Videos von den Großen irgendwie nachzumachen, ne? Irgendein hübsches Mädel, den Popos filmen, ne? Irgendwie dann, wie sie hübsch vorbeiläuft. Das ist so. Schade, dass das so schnell sein Lauf mit bis von 1000 Opfern auserkoren und das hier vernichtet dich, denn ich hau dir locker auf die Ohren. Die Cinema im Porsche. Ja, ist so typische Rapido-Style, ne? Auch die Betonung. Ich hau dir locker auf die Ohren. Wie er das betont. Opfern auserkoren und das hier vernichtet dich, denn ich hau dir locker auf die Ohren. Die Cinema im Porsche-Line war, glaub ich, von der faulen Sorte. Technik absurd. Denn der Porsche-Kofferraum ist vorne. Bitches. Ist es so? Habe ich wieder was gelernt. Ihr wisst, Autos kenne ich mich gar nicht aus. Wenn das stimmt und der Termedic da einen Fehler gemacht hat, dann sitzt die Line. Faulen Sorte, Technik absurd, denn der Porsche-Kofferraum ist vorne. auch geil delivered wieder, ne? Auch der Porsche-Kofferraum ist vorne. So, du Dummbatz, du Idiot, was ist mit dir los? Ne? Zu einem Schädel oder was? Von der faulen Sorte, Technik absurd, denn der Porsche-Kofferraum ist vorne. Bitch, ich zerstör dich leidenschaftlich und das. Aber auch geiles Lachen. Der Porsche-Kofferraum ist vorne. Ja, das sind so kleine Details. Und das ist zum Beispiel eine Sache, an der ich, weil guck mal, ich bin immer bereit und habe immer Bock, mich weiterzuentwickeln. Und das ist so eine Sache, da habe ich viel zu wenig experimentiert mit. Mit solchen Kleinigkeiten, diese kleinen Adlibs, die, also ey, ihr könnt alle meine Songs hören und ihr werdet kaum Adlibs finden. Weil, und das, da kommen wir wieder zu dieser Sache, die auch Jiggy angesprochen hat, ich bin halt immer sehr sauber und clean. Und ich habe das auch immer gerne sauber und clean, aber weiß, dass manchmal sauber und clean auch ein bisschen charakterlos sein kann. Wisst ihr ein bisschen, was ich meine? Ich sage nicht, dass es jetzt überall zwangsmäßig bei mir Adlibs rein müssen. Auf keinen Fall. Aber es gibt bestimmt in und wieder Situationen, da hätte das irgendwie ne, eine Sache noch würziger gemacht. Das gibt halt so einen eigenen Charakter. Denn der Porsche-Kofferraum ist vorne. Bitch, ich zerstör dich leidenschaftlich. Und dass du Rapper imitierst, war doch bestimmt keine Absicht. Die macht auf Tiere, weil ihr selbst keinerlei Style habt. Ente Schwamm und du bist ein verkleideter Tiger. Der hat sinnlos bei den Amis in der Mode gespielt. Denn der ist innerlich nicht schwarz, der ist ein Oreo-Keks. Ey, deine Adlibs sind ganz klar von Moneyboy rauskopiert. Und deinen Style, den hast du mit Tigers Ami-Zeug aufpoliert. Scheiße, ich weiß gar nicht, von welchen Adlibs er gesprochen hat. Müsste ich eigentlich die Quali nochmal gucken, ist schon wieder zu lange her, ne? Ist Leo aus Catch Me If You Can im Hollywood-Streifen, denn du kopierst so krass, du könntest fast einen Copyshop leiten. Ey, das erinnert mich voll, also jetzt schon zwei, dreimal an diesen Flow von, also ich meine, da gibt's oft diesen Du bist so eine Fotze, die dir Männer Pocken dann deiten. Aber erinnert mich speziell, weil das Sponchi überkrass gemacht hat, an irgendeinen Teil aus der Sponchi-Runde. Da hat der das nämlich auch so auf die Spitze getrieben, mit dieser Betonung. Wie qual you can im Hollywood streiten, denn du kopierst so krass, du könntest fast ein Copyshop leiten. Wie quali zeigt schon, wie weit du dich nutze jeden Tag in der Hut bewegen darfst, ohne Schutzgeld zu bezahlen. Ey, yo, ihr solltet euch schämen, Kinder. Denn dieser Thematik, den ihr feiert, ist nicht nur Steiner, noch gehbehindert. Er macht aber, zieht's voll durch mit dieser Betonung, ne? Mit diesem Aufzählflow. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Eine ganz schämen, Kinder. Denn dieser Thematik, den ihr feiert, ist nicht nur Steiner, noch gehbehindert. Seine ganze Motorik erinnert an Zombies im Film. Bei seinen Streichholzarmen wie in seine Longties im Bild. Keine Frage, Scheiße, ich versteh's akustisch nicht. Zombies im Film. Bei seinen Streichholzarmen wie in seine Longties im Bild. Was sagt er da? Seine Streichholzarme, die in Bockene Billen. Keine Ahnung, ich verstehe den Ende der Line nicht, Digga. Was sagt er da? Habt ihr das verstanden? Torik erinnert an Zombies im Film. Bei seinen Streichholzarmen wie in seine Longties im Bild. Keine Frage. Ich. Leider kein Plan. Was? Das nimmt ein Ende und. Was? Achso, das war jetzt von Spongy, das, ne? Ins Finale schafft, aber nicht hier, sondern bei Deutschland sucht den Fahnenmast. Bei der Quali dachte ich mir,
10 Uhr hält er niemals die Schnauze. Nach einer Minute 40 braucht selbst ein Beat mal eine Pause. Ja, ich feiere aber bei Rapido auch einfach die Delivery. Ne, da geht so hart in die Fresse. Du hast halt Angst vor dem. Du denkst dir, okay, Digga, der ist sauer. Der ist böse, Bruder. Der nimmt es ernst. Allerersten Part wurde die Kunstfigur gefickt. Doch unter seinem Drecksbandana hat der Junge ein Gesicht. Er zu dem Art, der dich Huren so zersieht. Ballert mit der Glack dich, Tarus und dann Laster. Ja, du machst auf überkrassen Gangster. Du bist wie früher nur ein Blender, der auf Unangst tastbar macht. Er zu dem Art, er zu dem Art, der Verlierer ist da. Er zu dem Art, er zu dem A, der Fall, das ist da. Finde ich nice, geile Hook. Geil. Messias ist da. Nice, Digga. Mega, mega Killer. Auch sehr eigen, ne? Ich meine, viele Rap-Hooks leben einfach nur von der Struktur, ne? Also wie ist die Hook-Struktur in der Form, dass du sagst, ey, ich weiß nicht, du hast vielleicht einen Reim, den du an einer bestimmten Stelle durchziehst mit einer bestimmten Betonung oder so. Aber das ist sehr eigen. Sehr Rapido, wenn man es so auf den Punkt bringen will. Ja, einfach Rapido, aber Killer. Das Beste, was du hinkriegen kannst, ist eine Hook, die sehr, ne, so einen eigenen Charakter mitbringt, den du direkt irgendwie assoziieren kannst mit dem Typen, der sie bringt oder mit der Frau, die sie bringt und sie dann noch Killer ist. Nice. Der Messias ist da. Rapido, gesandter Messias, Muskelprotz King. Ja, nur Video ist leider so ein bisschen, ich meine, die haben sich Mühe gegeben, ne? Haben da so ein Model rein, haben ihn da irgendwie nachgestellt und so Zwischenszenen, aber jetzt so rein von der Quali, ne? Von der Video-Quali, wie das gefilmt ist, wie wackelig das ist, da leidet leider so ein bisschen der Gesamteindruck von drunter. Rapido, gesandter Messias, Muskelprotz King, standhafter Krieger, Konstruktor der Matrix, dessen Brustkorb aus Stahl ist in dieser Kunstform brachialisch. Und du? Du bist eine Nutte. Ich hab. Schade, Mann, Digga. Ich dachte, es kommt irgendwie so ein Du bist gar nix oder so, ja? Aber das war wahrscheinlich genau der Prank, Alter. Kunstform brachialisch. Und du? Du bist eine Nutte. Ich hab 100 Namen, die mein mächtiges Dasein beschreiben. Bei dir wird nur Abschaum in dein schmächtigen Grabstein gemeißelt. Heftige Punchline. Oh, ist aber auch geil geschrieben. Ich habe viele mächtige Namen, die mein Dasein beschreiben. Bei dir wird nur. Abschaum in dein schmächtigen Grabstein gemeißelt. In dein Grabstein gemeißelt. Ich finde die Wortwahl nice. Heftige Punchlines zerreißen dich mit purer Wut. Es gibt nicht mal ein Ergebnis, wenn man dich Hurenblut in Google sucht. Schau, wie das JBB dich umzunennen. Du hast deinen Ausweis gefälscht, denn du hast eine female Fresse. Willst alles verschleiern, doch bist einfach zu dumm zum Denken. Denn du hast alles geändert, nur nicht deine E-Mail-Adresse. Oh. Mit Songs wie PS, ich liebe dich. Oder. Ah, okay. Jetzt kommt hier die Geschichte, die er angekündigt hat, ja? Die Maske, die er runterreißt, um zu zeigen, wer sich dahinter versteckt. Ja, typischen JBB-Content bekommen wir jetzt. Demaskier uns den, zeig uns, was er alles falsch gemacht hat in seinem Leben. Wer hatte einen Autounfall? Wer hat wen betrogen? Wir wollen's alle wissen. Der Herz aus Glas fügt der Nordhorner Rapper und Produzent KP dem Hip-Hop-Genre eine gefühlvolle Note hinzu. Ist er das jetzt wirklich oder was? Okay, ist ja voll neu für mich, Digga. Wusste gar nicht, dass der mal geleakt wurde. KP. Stimmt das denn überhaupt? Ja? Das ist CSI Darmstadt. Vor Fresh as fuck kann keiner fliehen. Wir rutschen über deine Irina drüber. Ja, das ist schon krass, wie wirklich fast jede JBB-Runde irgendwie schon gar kein Punchline-Massaker mehr war, sondern eher schon Detektiv Conan so, Digga. Wie alle Detektive gespielt haben, ne? Das ist CSI Darmstadt. Das ist CSI Darmstadt. Vor Fresh as fuck kann keiner fliehen. Wir rutschen über deine Irina drüber im Dreierteam. Auch geil geflowt. Ja, die Schlappe wird von jedem halben Hemd weggefickt. Doch du stehst drüber, teilst du in der Ask FM Message mit. Ja, das ist eigentlich eher Ask FM der Front, finde ich. Weil Ask FM, ich meine, fast alle hatten so Ask FM, aber trotzdem ist eigentlich arschpeinlich. Ask FM ist schon ultra unangenehm. Wie hat das, ja, teilst du in der Ask FM Message mit? Ekelhaft. Von jedem halben Hemd weggefickt. Doch du stehst drüber, teilst du in der Ask FM Message mit. Echte Infos könnt ihr euch im Internet ziehen. Selbst deine Homeboys hatten alle ihre Finger im Spiel. Und weil du so enttäuscht warst, hab Scheiße, was? Internet ziehen. Was? Ich hab Irina gefingert. Okay. Nice. Props gehen raus. Selbst deine Homeboys hatten alle
Ja, ja, Julian hat es auch, aber trotzdem, ich weiß nicht so. Hip-Hop, Deutschrap und dann Ask.fm. Ah, irgendwie beißt sich das. Ihre Finger ins Spiel. Und weil du so enttäuscht warst, hast du dich vor Trauer gerillt. Jetzt hat sie endlich einen echten Rapper statt einen Bauern gefickt. Auf deine Schwester, Jada, kann man sich immer verlassen. Vorausgesetzt, ich bin... Ey, ich konnte mich gar nicht mehr dran erinnern, dass der Rapido irgendwie in diesen Detektivmodus gegangen ist, Digga. Statt einen Bauern gefickt. Auf deine Schwester, Jada, kann man sich immer verlassen. Vorausgesetzt, ich bin gnädig, sie aus ihrem Zimmer zu lassen. Ich trainiere mit mehreren Handelscheiben, deswegen sie erwägen, ihren Lebenssinn anzuzweifeln, erlege mit ganz... Oh, das ist aber auch geil geflowt, Digga. Sich immer verlassen. Vorausgesetzt, ich bin gnädig, sie aus ihrem Zimmer zu lassen. Ich trainiere mit mehreren Handelscheiben, deswegen sie erwägen, ihren... Diese E, ne, diese E-Betonung immer, ne? Weswegen sie erwägen, deine Birne mit Begen... Leben sie im Zimmer zu lassen. Ich trainiere mit mehreren Handelscheiben, deswegen sie erwägen, ihren Lebenssinn anzuzweifeln, erlege mit ganz und Rifle nicht allein die Gegner, sondern auch deren Bekanntenkreise. Irina, die kleine Schlappe, die sagt dir immer... Ja, ich finde, die Runde lebt echt krass vom Flow. Da waren noch coole Lines drin. Aber find sie Punchline-mäßig gar nicht so überkrass. Ich finde am meisten eigentlich das Krasse an der Runde ist eher so der Flow, also die, was so rüberkommt einfach und die Hook. Die hat ihre Tage, aber anscheinend kontrolliert sie bei mir die Regel im Verkehr. Als wär sie ein Ampelzeichen. Du bist einfach nur ein schizophrenes Opfer. Zweimal Namen wechseln reicht, aber wieso geht das nochmal? Gerardo, KP, Timetic, setz die Felsratten mit, wie bei Shutter Island. Du weißt nicht mal, wer du selbst gerade bist. Hättest du dich nicht unmännlich und wie eine feige Bitch maskiert, wäre diese Scheiße nicht passiert und wir wären eigentlich nicht hier. Du würdest immer noch zu Hause deine Liebeslieder schreiben, wie Herz aus Glas, und würdest sie Irina zeigen. Der dich Hurensohn zersieht, ballert mit der Glack dich Tarus und Alaska ab. Ja, du machst auch überkrassen Gangster. Doch bist wie früher nur ein Blender, der auf unantastbar macht. Mega Hook, Digga. Er zu dem A, der Verlierer ist da. Er zu dem A. Mega. Er zu dem A, der Messias ist da. Deine Gang. Mega Hook, Digga. Mega krass. Die hat wirklich einen heftigen Vibe, die Hook. Geisteskrank. Da. Deine Gang Kiffer, unsere Gang Fitness. Deine Gang Wichser, unsere Gang Bang Bitches. Deine Gang sind Fette, die dein Essen wegfressen. Unsere Gang sind Ochsen, die dich Schwächling zerfetzen. Ey, yo, ich kenne Tamatic und das ist wie... Okay, jetzt will er nochmal flowmäßig zeigen. Runde ein bisschen lang, ich finde, man hätte sie kürzer machen können. Find sie auch, ich weiß es gerade gar nicht, Digga. Also die meisten Punchlines, die ich gefeiert habe, waren auch gar keine krassen Punchlines, sondern die haben davon gelebt, wie er sie delivered hat. So, wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen wie bei Jiggy diese Giraffenköpfe oder so Line, die an sich eigentlich gar nicht so krass ist, aber mit der Delivery knallt es trotzdem. Und so, davon waren eigentlich der Großteil der Punchlines gelebt, fand ich. Von Rapido. Aber gut. Deine Gang Wichser, unsere Gang Bang Bitches. Deine Gang sind Fette, die dein Essen wegfressen. Unsere Gang sind Ochsen, die dich Schwächling zerfetzen. Ey, yo, ich kenne Tamatic und das ist wie ein Kilo Schweinemett Angebot im Supermarkt, das im Plaska mit, denn der Bastard ist überall so wie Schrödingers Katze. Ey, yo, dein Ziel auf einer riesigen Bühne zu rappen, das kannst du bleiben lassen. Wenn du von Lasker rappst, performst du mal von der breiten Masse. Denn ihr seid blinder Be... Ja, okay, Lasker, breite Masse. Mittel dich für eine Versage, deine Truppe besteht aus Steinzeitaffen. Aber das wäre ein Kompliment, deshalb sie haben bessere Eigenschaften als ihr. Soll ich noch weitermachen? Zwei Fette, die rappen und Nummer 3 leidet der Leichenstarre, deine Scheiße. Geht mal auf keinen, Digga, du hast einzupacken. Ja, ich finde, das Ende hätte nicht sein müssen. Ich finde, klar, wenn du zeigen willst, du bist der krasse Double-Timer. Von mir aus mach doch so ein Vierer einfach rein, so in so ein Part, ne? Irgendwie an der Stelle, in der es passt. Aber jetzt so einen ganzen Endpart drauf, ich finde, das schadet der Runde eher. Da machen zwei Fette, die rappen und Nummer 3 leidet der Leichenstarre, deine Scheiße. Geht mal auf keinen, Digga, du hast einzupacken. Du willst dein Autogramm pending, ich schreibe mal kurz mit dem Ending auf dich. Herzlich Glückwunsch, du wurdest heute Abend offiziell von dem Kevin gefickt. Keine Sorge, Mr. 3. Mach dir keinen Kopf, denn du bist wenigstens bei Mammut-Mix-Part vorne mit dabei. Bist halb Deutsch und halb Türke, wie kann's sein, dass du Gerardo heißt? Wartet kurz, ich beantworte euch diese Frage gleich. Okay, er zieht nicht durch. Ich dachte, jetzt macht er jetzt nochmal so ein Minuten-Double-Time-Ding. Wollte ein bisschen zeigen, wie er float, find's trotzdem ein bisschen lang. Nimmt sich, doch das ist noch nicht einmal der Schwerpunkt. Der muss es nicht, doch steht nicht zu der eigenen Herkunft. Mhm. Ja, aber krass, guck mal, das ist jetzt eigentlich krass, weil ganz oft hatten wir schon Runden oder Qualis, in denen ich meinte so, oh Bruder, nicht nochmal die Hook. So, weil die Hook einfach nicht stark genug war und dann einfach scheiße platziert. Hier finde ich es genau andersrum. Ich hätte diesen Endpart, ich meine, er steht nicht zu seiner eigenen Herkunft, man hätte die ein, zwei besten Lines irgendwie nehmen können und noch in den ersten Parts unterbringen können. Und dafür am Ende zweimal die Hook, Digga. Wäre ich weitaus downer mit gewesen. Und hätte ich, glaube ich, auch weitaus mehr gefeiert. Aber genau bei so einem Song nicht mit der Hook rauszugehen, Digga. Ah! Du der eigenen Herkunft. Oder kommt die nochmal?
Nee, 10 Sekunden kann nicht sein. Digga, ich kenne die Dame sogar. Wer war denn das nochmal? Meine Mama hat manchmal Musik von der gehört. Wie heißt die denn? Weißt du, ist einer von euch? Alexandra? Aber die hat doch irgendwie, hat die nicht noch einen Nachnamen? Heißt der einfach Alexandra? Heißt die nur Alexandra? Okay, dann ist es die doch nicht. Dachte irgendwie, das wäre eine andere gewesen. Weil ich, die Stimme kam mir so krass bekannt vor. Ja, im Endeffekt, ich würde sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, für mich Punchline-mäßig gar nicht so die Überrunde, aber einfach die Hook geisteskrank, Digga. Flow geisteskrank und irgendwie Delivery und wie er sich da präsentiert, ekelhaft. Nur ein bisschen zu lang und ich hätte am Ende nochmal die Hook reingeknallt. Also ich hätte den ganzen Endpart, bam, weggestrichen und hätte einfach doppelt Hook rein, bam. Perfektes Ende, ja. Ansonsten, ja, Verbesserungsvorschlag, noch geilere, prägnantere Lines, die einfach als Line, wie sie geschrieben sind, herausstechen statt vom Flow. Ich meine, aber das ist halt seine Stärke, von dem her, man kann ja niemandem was aufdrücken. Ich finde, Rapido hat da viel von sich einfach gezeigt und das ist ja auch ganz nice, ne. Hat sich da jetzt nicht so einem krassen System unterworfen und hat einfach so Rapido-mäßig sein Ding durchgezogen und dafür war es eine stabile Runde. So, und dann gehen wir mal zu Thematik, Alter. Mal gucken, was Thematik hier gemacht hat. Let's go. Oh Gott, Alter, typischer JBB-Beat. Also ich meine, Rapido auch am Anfang direkt mit so Vocals rein, aber hier ist nochmal so richtig Endlevel, ne? Im VBT bekamst du doch von Kleptomatik echt so'n Arschfick, dass dein recht behaartes Arschloch und danach direkt der Darmriss. Wie kann man gegen so eine Missgeburt verlieren? Ey, das ist ja fast noch peinlicher, als dich zu recherchieren. Du bist übermutig. Wisst ihr, woran er mich erinnert? Er erinnert mich an mich ein bisschen. Er erinnert mich an mich deshalb, weil er ist ähnlich, was die Art und Weise betrifft, wie er schreibt. Und zwar, er schreibt sehr clean. Also vor allem jetzt im Vergleich zu einem Lasker. Er schreibt sehr sauber, sehr ordentlich, auch wenn er natürlich seinen eigenen Stil, seine eigene Stimme hat und vielleicht auch seine eigenen Lines, die ihn ausmachen, wie er sie schreibt. Er gibt mir das trotzdem so diesen Sauberkeits-Vibe. Nur ich würde sagen, ich mach's noch geiler. Nein. Let's go, wir gehen rein. Im VBT bekamst du doch von Kleptomatik echt so'n Arschfick, dass dein recht behaartes Arschloch und danach direkt der Darmriss. Wie kann man gegen so eine Missgeburt verlieren? Ey, das ist ja fast noch peinlicher, als dich zu recherchieren. Du bist übermotiviert, bis in das 16. gerauscht. Doch von 6 von deinen Gegnern gab die Hälfte einfach auf. Das ist keine Leistung, Kevin, das ist einfach beschissen. Denn von 3 schlechten Gegnern hat dich einer zerrissen, was du... Ey, das ist aber geil aufgebaut. Nice. Ist für mich jetzt vom Stil und vom, so wie es gerappt und geflowt ist, nicht so geil wie das Rapido-Ding, aber nice aufgebaut, Digga. Eine geile Pointe aus dieser Battle-Vergangenheit. Wie hat das gesagt, Digga? Von 3 schlechten Gegnern oder hat sich einer zerrissen? Schön aufgebaut. Wie kann man gegen so eine Missgeburt verlieren? Ey, das ist ja fast noch peinlicher, als dich zu recherchieren. Du bist übermotiviert, bis in das 16. gerauscht. Doch von 6 von deinen Gegnern gab die Hälfte einfach auf. Das ist keine Leistung, Kevin, das ist einfach beschissen. Denn von 3 schlechten Gegnern hat dich einer zerrissen. Es ist halt sehr basic gerappt. Es ist wirklich sehr Standard, sehr simpel, aber clean, man kann dem gut folgen. Ich persönlich mag den Beat nicht so gerne, vor allem in Verbindung mit der Stimme. Ich finde, das harmoniert irgendwie nicht so gut, weil er hat ja schon eine eher höhere Stimme und klingt so eher recht nett und der Beat wirkt irgendwie so sehr episch. Also für mich schon zu episch für die Art und Weise, wie er drauf performt. Das ist keine Leistung, Kevin, das ist einfach beschissen. Denn von 3 schlechten Gegnern hat dich einer zerrissen. Was du machst, ist Fließbandarbeit, das ist leicht am Irritieren. Denn wer lässt dich daran bitte so viel Scheiße produzieren? Aber ist schon ganz okay so, weil das eigentlich keiner merkt. Weil du selber nur ein Haufen Scheiße bist. Ey, und du machst immer noch auf Straßen. Doch hinter der Fassade steckt dann nur ein Behinderter, der Harlem-Shake tanzt. Mit Oberkörper frei und diesen ganzen ach so riesen Muskeln benimmst du dich dann trotzdem wie eine maskuline Schwuchtel. Ah, okay, also jetzt, JBB, Leute, was erwartet ihr? JBB, ne, die Vergangenheit wird rausgeholt, alles, was jemals passiert ist, die Detektive sind am Start. Okay, peinlicher Clip von Rapido, wieder danced. Fucking every girl in the club. Und damals dachten sich wahrscheinlich alle, bam, Bruder, gegeben. Hot, ja, er hat auf jeden Fall, da kann man nicht meckern, ja. Also gibt auf jeden Fall einen peinlicheren Körper, den man präsentieren kann im Internet. Bei Fresh as Fuck wird auch Kleidung für Männer gemacht. Doch das deine Teil war wohl nur für dich selber gedacht. Und Julian könnte jetzt sagen, dass ich mir das alles aus den Fingern sauge. Doch nach diesem
den Clip von gerade kann an mir das sicher glauben. Ich mach dich zum Destruktor, dann zählt dir nicht dein schwuler Flow, weil du in der Regel argumentfrei bist. Du Hurensohn, ah, ich kann keine Hurensohn-Lines mehr hören, Digga. Einfach schon zu viele Hurensohn-Lines gehört, ja? Könnt jetzt sagen, dass ich mir das alles aus den Fingern sauge, doch nach diesem Clip von gerade kann an mir das sicher glauben. Ich mach dich zum Destruktor, dann zählt dir nicht dein schwuler Flow, weil du in der Regel argumentfrei bist. Du Hurensohn, was laberst du von Dopamin? Das bekommst du höchstens nach der Runde, weil du sonst nach einem Kreislaufschock im Koma liegst. Ich hab mir alle deine Videos gegeben und... Oh nein, wie es schon anfängt. Ah, JBB, Digga, jetzt sind wir wirklich ganz tief drin, Digga, im JBB-Dschungel, ne? Er hat sich alle seine Videos gegeben. Was hat er entdeckt? Der Runde, weil du sonst nach einem Kreislaufschock im Koma liegst. Ich hab mir alle deine Videos gegeben und versuche seit dem Tag mit deinem Tinnitus zu leben. Ey, Rapido, sei mal Leben still besser. Du lässt das Rappen sein, sonst schlag ich mit einem Dezibelmesser auf deine Fresse ein. Oh nein, ey, Timatic, Digga. Timatic ist zu nett, Mann. Der klingt zu nett, da darfst du eine Line nicht kicken. Rapido, sei mal Leben still besser. Du lässt das Rappen sein, sonst schlag ich mit einem Dezibelmesser auf deine Fresse ein. Ich wollte von dir eigentlich ein Double engagieren. Obwohl, Dezibelmesser, ne? Ich versuche seit dem Tag mit deinem Tinnitus zu leben. Ey, Rapido, sei mal Leben still besser. Du lässt das Rappen sein, sonst schlag ich mit einem Dezibelmesser auf eigentlich ganz nice. Eine Fresse ein, ich wollte von dir ein... Ich hab sie falsch verstanden. Still besser, du lässt das Rappen sein, sonst schlag ich mit einem Dezibelmesser auf deine Schädel ein. Ich wollte von dir eigentlich ein Double engagieren, aber keiner war bereit, so einen Hurensohn zu spielen. Ja, denn alle Menschen dieser Erde schämen. Ist aber auch nett, Alter. Ich wollte ein Double arrangieren, aber keiner war bereit, so einen Hurensohn zu spielen. Double engagieren, aber keiner war bereit, so einen Hurensohn zu spielen. Ja, denn alle Menschen dieser Erde schämen sich für deine Kunst, denn du bist sogar für den Namen Kevin eine Beleidigung. Alles, was du sagst, wird ein gescheiterter Versuch, mich zu treffen, denn ich nehme dir jetzt einfach den Bezug, weil du sagen wirst, dass ich vielleicht aufgrund deiner schrägen Nase oder weil ich schiefe Zähne habe, das Bandana trage. Ist mir scheißegal, du Hurensohn. Hier mir geht der Beat auf den Sack, ich bin ehrlich. Ich finde den Beat nicht feierbar. Vor allem, weil der Timatic wirklich durchrappt und sehr clean und so. Ich hätte mir da eher einen entspannteren Beat gewünscht. Also von mir ist schon einer, der so ein bisschen Battle-Stimmung macht, aber mich nervt er ein bisschen. Deiner schrägen Nase oder weil ich schiefe Zähne habe, das Bandana trage. Ist mir scheißegal, du Hurensohn. Ach stimmt, eigentlich auch ein Lucky Punch, ja, wenn man es darauf bezieht, dass der das Rapido und Double hatte. Ja, doch, stimmt. Sohn, hier geht's um Battle Rap und nicht darum, was unter einem Bandana steckt. Ich hab weder Ersteres noch Weiteres und gar nichts, was mir peinlich ist. Und deine Bitch wird heiß, denn ich beweise das mit meinem Gesicht. Du hast selber mal... Ach, er hat sich selber gezeigt schon. Ach so. Weiteres und gar nichts, was mir peinlich ist. Und deine Bitch wird heiß, denn ich beweise das mit meinem Gesicht. Ja, hübsch. Ist ein Süßer, ja. Könnte sein, dass ich da auch vielleicht ein Tröpfchen in der Hose hab. Du hast selber mal mit einem Bandana gerappt, du Bitch. Aber heute sieht man, was für ein endhässlicher Knecht du bist. Das war Rapido, Digga. Digga, ich komme mir mittlerweile vor, als würden wir uns hier wirklich irgendwie so eine Dokumentation angucken und irgendwie die Biografien anderer Rap. Und das Krasse ist, ich springe sogar voll drauf an und teile sogar an, Digga. Ich bin Bandana gerappt, du Bitch, aber heute... Ja, okay. Also hat er auf jeden Fall schon vorteilhaftere Bilder im Internet, ne? Da sieht man, was für ein endhässlicher Knecht du bist. Plus ich glaube, es liegt bei Timatic aber auch ein bisschen an der Stimme, ne? Der Timatic hat schon eine sehr nette, knuddelige Stimme, finde ich. Eine süße Stimme. Und dann, wenn man nur die Augen sieht, bildet sich da, ne? Hat man so ein Bild im Kopf. Kevin, dein Atem stinkt krass nach Scheiße. Du solltest wieder eins tragen. Du kannst sogar meins haben. Bei mir hat es einen Grund, warum man mein Gesicht nicht sieht. Weil sich sonst auf Anhieb jede Bitch verliebt. Der will ein... Digga. Nice, ne? Timatic hat aus eigener Aussage nur mit Bandana im JBB gerappt, weil er kurz vor einer Weisheit... Ja, das hat... Irgendjemand hatte das schon geschrieben, letztes Mal, glaube ich, ne? Bei mir hat es einen Grund, warum man mein Gesicht nicht sieht, weil sich sonst auf Anhieb jede Bitch verliebt. Der will eine Bitch verführen und schon fällt sie direkt in Ohnmacht, denn bei ihm war das Bandana nur ein Filter für die Umwelt. Ihr haltet euch für ganz coole, doch deine Crew besteht aus Hurensöhnen und davon ein Kevin aus der Tanzschule. Jetzt will er battlen, doch wird sowieso verlieren, aber hat dann wieder Zeit und kann ne Choreo studieren. Bei dir und anderen Rappern, die grad tanzen im Trend, denn man sieht es an der Choreo vom KL. Und ey, ich würde mich nicht mal wundern, dass du, wenn ich dich mal treffe, zu mir sagst, komm, wir klären das und tanzen um die... Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht mehr, wie genau wie es war, ich kann mir vorstellen, dass Julian hier die Punchlines teilweise recht nice fand. Bei mir zündet es leider gar nicht so, muss ich sagen. Ich fand am Anfang ganz geil. Das ist mir ein bisschen zu sehr Aufzähl-Rap. Also zu viel, ne? Ja, bababada, du in der Tanzschule, du trägst deswegen das Bandana, du bist dies so. Also irgendwie irgendwelche peinlichen oder vermeintlich unangenehme Fakte irgendwie so aufzählen. Aber so die richtig geile Pointe, die dann am Ende knallt, weiß ich nicht, Digga. Tanzschule, jetzt will er battlen, doch wird sowieso verlieren, aber hat dann wieder Zeit und kann ne Choreo studieren. Bei dir und anderen Rappern, die grad tanzen im Trend, denn man sieht es an der Choreo vom K-Element. Und ey, ich würde mich nicht mal wundern, dass du, wenn ich dich mal treffe, zu mir sagst, komm, wir klären das und tanzen um die Wette. Timatic ist ein Angstgegner, denn ich bin dir um einen Schritt voraus, als wäre ich dein Tanzlehrer. Jetzt geht okay.
Time-Matic ist ein Angstgegner, denn ich bin dir um einen Schritt voraus, als wäre nicht ich ein Tanzlehrer. Jetzt geht die Bitch auf Distanz, denn er macht zwar auf Straße, doch hat nur Latein und kein Hip-Hop getanzt. Ich geb keinen Fick auf deine Punchlines, ey, wenn ich Rapido einen High-Kick gebe, schwing ich dann das Tanzbein. Oder wenn nach einem Roundhouse-Kick irgendjemand auf ihn tritt, wäre das in diesem Fall ein Ausfallschritt, ey. Okay, nice, paar Tanzbars. Oder wenn nach einem Roundhouse-Kick irgendjemand auf ihn tritt, wäre das in diesem Fall ein Ausfallschritt. Ey, wäre ich damals ein Tänzer gewesen, hätte mir mein Vater mehrmals in die Fresse getreten. Aber deiner fand die Sache mit der Schule ganz gut, kann ich verstehen, denn der Penner ist noch schwuler als du. Ey, du Chris Brown-Verschnitt, nennt sich selber der Messias, doch es gibt einen Unterschied, denn an dich... Ey, ich sag euch ehrlich, ich finde diesen Beat so anstrengend, Mann. Geht's euch nicht so? Ich kann diesen Beat nicht mehr hören, Digga. Na, Tanzbars, so ein geiles Wort. Ja, aber sind ja, ne, so ein paar Tanzbars. Jetzt so okay, dieser Tanzding. Ich weiß nicht, aber irgendwie zündet die Runde bei mir nicht so richtig. Da fehlt mir irgendwie auch ein bisschen die Atmo, weil es so durchgerappt ist, ne? Line, 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 ohne gefühlten Höhepunkt so. Da fehlt mir irgendwie so ein bisschen auch der interessante Aufbau, weil da ist ja keine Hook dabei, muss man ja auch nicht machen, ist ja auch nicht unbedingt Zwang. Aber dann fehlt mir da irgendwie so ein bisschen vom Flow oder der Art und Weise, wie er es betont oder erzählt, irgendwie so ein bisschen so diese Spannungskurve, die mich irgendwie immer mal wieder toucht. So. Es geht eher in so eine Richtung, dass es schon anstrengend wird für mich. So, okay, da die Line, da, okay, okay, ja, abgearbeitet, okay, Tanzen abgearbeitet, okay, Bandana abgearbeitet, okay, Kevin abgearbeitet, okay, den Namen abgearbeitet, okay, Vater abgearbeitet, okay, Mutter. So ein Vibe hat es für mich. Und bei Rapido, da waren nicht so viele geile Punchlines, ja, muss ich sagen, aber es war weitaus interessanter anzuhören halt. Getreten, aber deiner fand die Sache mit der Schule ganz gut, kann ich verstehen, denn der Penner ist noch schwuler als du. Ey, du Chris Brown-Verschnitt, nennt sich selber der Messias, doch es gibt einen Unterschied, denn an dich glaubt man nicht. Und am Ende des Tages können die Leute sehen, der Messias wurde aufs Kreuz gelegt und von Time-Matic genagelt, Bitch. So, anderen Frage hier mit dem Tanz und der Wisch und so, können wir gerne mal so aufs Parkett und sowas so ein kurzes Tanzbein schwingen, ist kein Thema, Alter. Nee, die Runde hatte eben keine Hook. Braucht man auch nicht unbedingt, aber mir persönlich war es einfach, ich sag euch ehrlich, ich hatte so ein bisschen so ein, also schon fast so, schon so ein Gefühl, als hätte man das so auf 1,25 Geschwindigkeit gehört. Also so, ne, so, ey, du bist ein Tänzer, das finde ich richtig scheiße und dein Vater ist richtig dumm und du heißt Kevin und du bist dies und du bist, natürlich nicht so, aber wisst ihr, so vom, dieser Vibe kam rüber, okay, was habe ich, das zu erzählen, das und jetzt kommt das und jetzt kommt dies und jetzt kommt das und 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 da waren auch immer mal wieder coole Lines dabei, ja, die Tanzbars, auf jeden Fall ganz nice, ich fand auch diesen Anfangsaufbau ganz geil mit diesem, ne, mit seiner Biografie, aber er hat mich mittendrin irgendwie voll verloren, weil es ging von einem ins nächste, da hat mir so ein bisschen die Catchphrase gefehlt, so das, was mich so, keine Ahnung, irgendwas zum Entspannen auch so ein bisschen oder halt irgendwas Interessantes, was dazu führt, dass ich dranbleibe. Und da hat der Text alleine nicht gereicht für mich. Und der Beat auch anstrengend auf Dauer. Und Video auch nicht interessant genug. Also es sah stylisch aus, aber ja, so insgesamt für mich eine Runde, die ich wahrscheinlich in zwei Runden halt einfach wieder vergessen habe. Die Messias oder die Rapide-Runde bleibt mir im Kopf. Wenn man das jetzt battle-technisch auseinandernehmen will, sehr schwierig, sehr, sehr schwierig, weil wahrscheinlich Time-Matic weitaus mehr oder bessere Punchlines, wenn man das jetzt auf den Text runterbricht. Und normalerweise bin ich auch immer ein sehr textfixierter Hörer, aber ich muss wirklich sagen, dass ich die Runde einfach anstrengend fand. Aber die Sache ist, ich bin ja auch kein Juror. Ne? Ich bin ja jetzt nicht der JBB-Juror. Hätte ich jetzt beide Texte, dann würde ich mir beide Runden 4-5 Mal geben. Dann würde ich mir beide Texte durchlesen und so weiter. Vielleicht würde die Runde dann anders auf mich wirken. Aber jetzt so nach beidem einmal hören, ist Time-Matic vielleicht battle-technisch besser, aber Rapido, das weiß ich nicht, Digga. Fand ich einfach angenehmer und spannender. Ne? Ist schwierig. Weiß nicht, wie ihr das seht, ja, aber ihr könnt ihr mal gerne sagen. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie Julian das gesehen hat. Ich bin gleich gespannt. Aber fühlt ihr das? Fühlt ihr das so ein bisschen, wie ich es meine? Die Stimme im Hintergrund vom Beat, wie heißen solche Samples? Beat, ja, so Core-Samples, oder? Hört sich so Maya-Type-Style an. Suche das Musikgenre zum selber hören. Nee, ich bin halt gar kein Beat-Producer. Damals Rapido 100% weiter, heute aus Battle-Sicht-Thematic. Ich verstehe, wie du, ich verstehe dich. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, ja. Ganz klar, Thematic besser für mich. Safer nervig, die Runde aber trotzdem stärker als die. Ja, aus Battle-Sicht kann ich das auch voll nachvollziehen. Ist natürlich für mich jetzt, ne, als einfacher Konsument, der sich das mit euch reinzieht, sehr schwierig. Also ich meine, klar, ich bin voll down damit. Sagen wir es anders. Ich bin voll down damit, wenn Time-Matic weiterkommt. Weil es geht um Battle, ne? Es geht um den besseren, die bessere Battle-Runde. Es geht darum, wer hat die besseren Lines geschrieben. Und natürlich war bei Rapido viel mit Delivery und Flow überspielt. Und die Pointen waren noch nicht besonders gut gesetzt. Und es ging halt viel Blender-Shit, wenn man es runterbrechen möchte. Aber
Deswegen bin ich down, damit Ventamatic weiterkommt. So, nicht weiter, ist für mich keine Fehlentscheidung. Aber ich finde die einfach nicht angenehm, die Runde.